Ashvasana, wörtlich die Pferdestellung, kann die Bezeichnung sein für verschiedene Asanas. Ashvasana ist im Hatha-Vyasa Padati die Bezeichnung für folgende Übung. Stehe auf und gib dann die Hände unter die Füße. Und dann beuge das Becken und dann gehe auf den Füßen nach vorne wie ein Pferd. Das ist Ashvasana. Sri Tattva Nidhi beschreibt im Vers 73 eine ähnliche Übung und nennt sie dort Ashvasadhanasana. Dieses Ashvasana wird manchmal auch bezeichnet als Gachasadhana, Elefantengang, oder Ushtrasadhana, nämlich der Kamelgang. Du könntest dir jetzt vorstellen, wie du besonders wie ein Pferd gehen kannst, und dann wäre es Ashvasana oder Ashvasadhana.